Moin Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr natürlich schon wieder sehen könnt, es geht um ein neues Spiel, nämlich Terraria. Wir hatten es ja schon mal gespielt. Und ich habe mir so gedacht, okay, nach 8 oder 10 Folgen Mafia jetzt. Und ja, machen wir einfach mal weiter mit Terraria. Und yo, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir einmal gespielt haben. War das jetzt, nee, Amadeus war es nicht. War es der Sashi oder Sashi LP? Ich glaube, es war der Sashi. In Terraria LP, oder? Wenn wir grüne Schwerter haben. Ja, wir haben grüne Schwerter, Leute. Und hiermit herzlich willkommen zurück bei Terraria. Ein Zwischenprojekt. Weil ich habe mir so gedacht, okay, immer das ein und selbe Spiel am gleichen Stück ist, wird auch irgendwann langweilig. Deswegen, jetzt kommt heute Terraria. Also das Terraria-Video kommt jetzt morgen. Also ich nehme es heute auf, aber wird morgen während dem Praktikum mal wieder hochgeladen. Und morgen Abend kommt dann vielleicht wieder eine Folge Mafia. Und wir tun es immer so ein bisschen mischen jetzt, so wie es andere YouTuber auch machen. Und ja, man lernt eben von anderen, so gesagt. Jo, ich weiß gar nicht mehr, was wir hier gemacht überhaupt hatten. Und Terraria soll auch so ein großes Projekt jetzt hier werden auf meinem Kanal. Vorher hatte ich es nie irgendwie eingehalten, aber ab jetzt wird Terraria weitergespielt. Und ja, ich hoffe, vom Ton ist alles okay. Ich habe alles gecheckt vorher, dürfte nun mal alles okay sein. Und ich möchte nochmal kurz darauf eingehen mit dem Rauschen in dem einen Mafia-Video, in dem letzten. Und auch sorry, dass jetzt 2 Tage kein Video kam. Das lag daran, dass meine Fritzbox rumgesponnen hat. Und ja, schon so eine Fritzbox. Okay, und das mit dem Rauschen war, ich hatte mein Ding, ich habe ja hier so einen Klinkenstecker. Und den hatte ich falsch eingesteckt, den hatte ich nämlich hinten eingesteckt. Und da die Buchse hinten im Soundboard hinten da viel zu stark ist wie vorne beim USB-Stecker, hat es leider nicht geklappt, weil ich ja nur ein normales Mikrofon habe und kein irgendwie 1000-Euro-Ding hier. Ja, meins hat ja nur 50 Euro, glaube ich, gekostet oder so rum, 80. Was will der denn hier, der kleine Zombie? Ich glaube, mit dem wären wir schon gut fertig mit unserem Kaktusschwert hier. Ja, es heißt Cactus Sword heißt's. Wir haben sogar hochgelevelt auf Schaf, sehe ich gerade. Wusste ich gar nicht mehr. Und ich glaube, wie ging eigentlich schon mal die Schlachtmaschine so? Und dann kann die uns was tun? Nee. Guckt mal, Leute, die Schlachtmaschine ist wieder unterwegs. Ach, ich kenne sie noch. Ich kenne sie noch, Leute. Ich kenne sie noch. Ja, schön. Na, hopp. Na, das Auge möchte wohl nicht. Aber wir lassen die Schlachtmaschine hier so drin, würde ich sagen. Wir müssen wirklich mal einen anderen Ausgang suchen, dass wir wirklich nur so eine Schlachtmaschine haben. Ja, da würde ich sagen, wir bauen auch eine Schlachtmaschine, oder? Ja, komm, keine. Wir haben ja Zeit, Leute. Wenn wir 100 Folgen Terraria machen, das reicht vollkommen aus. 100 Folgen Terraria. Und ja. So. Ist es eigentlich neu, dass da so Partikel da oben runterfallen? Das hat gerade aussehen wie eine Schneeflocke, wodurch den Boden durchgefallen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Ich spule jetzt nicht zurück. Nee, mache ich jetzt nicht. Aber ich kann ja jetzt wieder Videos schneiden. Ja, sorry, dass jetzt nur Videos in Standard-YouTube-Qualität kommen. Also jetzt nicht in 60 FPS, was es seit neuestem jetzt gibt. Ich habe mir so gedacht, ich gehe mal wieder ein bisschen in die alten Zeiten zurück und mache einfach nur Full-HD-Videos. Irgendwie ist es besser, weil Leute, sonst kann es sein, dass nur ein Video am Tag kommt und es ist für einige nicht schön, weil ja, einige Abonnenten sagen, Sashi, mach bitte 2 Stück. Und ja, jetzt in den letzten 2 Tagen ist nur eins gekommen, also das gerade vorhin. Und auch danke, dass ihr Mafia 2 so mögt. Also, ich meine, ich muss ja nicht bedanken dafür. Ich meine, es muss ja euch gefallen, weil ich mache ja nur die Videos. Und ja, ich find's gut, dass es euch gefällt, dass ich euch wenigstens mit was unterhalten kann. Und da oben ist gerade eine, ach, ich habe gerade Stichflamme gesagt. Ja, das ist eine Stichflamme, Leute. Ja. Sashi-Style. Komm mal runter da. Ne, Alter. So. Dankeschön. Und das Auge wäre jetzt fast reingekommen, aber das macht es nicht. Ich würde sagen, wir machen mal die Musik gerade etwas lauter. Einstellungen. Ja. Ach so, Musik. 30. So, ja. Und was macht ihr hier eigentlich für Töne? Wollt ihr wieder geschlachtet werden oder was hier, hä? Na, dann komm mal her, du kleiner Zombie.
Du hast den lieben Heldentod verdient. Komm mal her. So, jetzt ja wieder schön im Grab hier drin. Ja, da hinten fliegen jetzt noch ein paar Einzelteile rum. Die werden aber von dem lieben, ja, wie soll ich das sagen? Von dem lieben Herr Geier irgendwann aufgefressen oder teleportieren sich einfach aus der Spiele, aus der Spielelist raus. Ja. Natürlich Link zu Terraria in der Videobeschreibung. Hab's aber damals schon mal verlinkt, aber das ist. Man hat schon Terraria angefangen zu zocken. Ich glaube, wo ich YouTube damals angefangen hatte. Da hat schon angefangen, Terraria zu zocken. Das war in den Sommerferien. 2015 natürlich. Dieses Jahr gab es doch keine Sommerferien. Das war gerade wieder unlogisch. Wieso soll es dieses Jahr Sommerferien geben, wenn es gerade mal Winter ist? Also, es ist Januar mittlerweile. Ich glaube, der 23. ist heute. So. Und was auch sein kann, ist, dass am Freitag auch Videos kommen. Und ja, das, weil manchmal kommen ja Freitag keine Videos. Das habe ich schon so oft erklärt, warum. Guckt einfach mal die Eltern Videos, weil ich möchte jetzt wieder wissen, über anders labern. Wir sind ja in Terraria und nicht in Let's Minecraft schwätzen hier, weil in Minecraft haben wir wirklich richtig scheiße immer. Aber so habe ich richtig immer scheiße gelabert in Minecraft. Das möchte ich auch jetzt ändern mit dem blöden Rumlabern hier. Was haben denn hier ein Campfire? Seit wann? Achso, Terraria hatte vor 2 Tagen ein Update, stimmt. Danach ist Internet ausgefallen. War ein Update. Campfire oder irgendwas. Stimmt. Oh ne, jetzt habe ich gerade was hergestellt. Ich blöd, Mann. Och nee, komm. Okay. Was brauche ich denn überhaupt? Ich brauche eine Holzwand. Eine dunkle Holzwand. Glaub ich auch nur eine, oder? Dreckwand. Holzwand. Ich schätze mal so, ja, so 100 Holzwände dürften reichen. Jetzt haben wir 132 hier. Ja, ich gucke auch wieder auf meinen Timer hier nehmen. Wir nehmen jetzt 7 Minuten auf. Ich würde sagen, wir machen so 20 Minuten, weil ich nehme ja wieder mit Shadowplay auf. Ja, Leute, Shadowplay funktioniert wieder. Ich habe es einfach mal deinstalliert und neu installiert. Mein Grafiktreiber runtergeworfen und neu installiert. Es geht wieder, alles geht wieder lagfrei. Bis auf die Spiele, weil, Leute, ich hätte keine Just Cause nicht fortsetzen, da meine Grafikkarte nur 4 GB besitzt und Just Cause 6 GB braucht. Ja. Deswegen, der einzigste Nachteil, Leute, ich meine, die GTX 79 ist eine mega geile Grafikkarte. Ich kann jedes Spiel auf sehr ultra spielen, bis auf Spiele, die viel Grafikspeicher brauchen. Aber da gibt es gar nicht so viele, muss ich wirklich sagen, so Fallout 4 oder irgendwas braucht gar nicht so viel. Läuft bei mir alles gut und, nee, Fallout 4 Let's Play mache ich nicht, weil, ja, ich meine, man muss es ja nicht machen, Leute. Und ich habe irgendwie nicht gerade so viel Lust auf ein Fallout 4 Let's Play, weil, ja, ich möchte es einfach so für mich spielen. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich so für mich jetzt spiele. Obwohl, ich habe das eh schon durch, deswegen. Ich habe das schon etwas länger. Das ist ja schon etwas länger draußen, Fallout 4. Ich hatte es ja schon, wo wir Minecraft. Das Minecraft-Let's Play damals fortgesetzt hatten. Da hatte ich sogar schon Fallout 4. Also, ich hatte es gleich nach dem Release geholt und. Ja, ich meine, manche YouTuber haben ja auch Spiele zu Hause, die sie so offline spielen, ohne aufzunehmen. Natürlich, Leute, wenn ein Spiel rauskommt und es gefällt mir, wird es natürlich gezockt. Natürlich, wenn, was weiß ich, wenn ich ein Spiel testen soll oder irgendwas, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich würde es für euch kaufen, dieses Spiel, und dann vielleicht später verlosen oder irgendwas. Kann ja auch sein. Das heißt, derjenige bekäme es dann gleich nach Hause geschickt, das Spiel, wenn es mir nicht so gefallen würde. Und ja, wäre ja ein guter Deal. Das heißt, so, hatte ich noch gerade einen Block vergessen. Da oben auch, bei den ganzen Treppen. Eieiei. Nee. So, genau. Und jetzt, passt auf, Leute, jetzt machen wir hier, da ja Zombies nicht so gut springen können, machen wir es einfach hier den hier. So, 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 genau. Komm, den kleiner Slime gleich runter, oder? Nee, komm mal her, du kleiner Slime. Hey! Aber ich mag irgendwie diese Spiele mit dieser Grafik, also die sind richtig geil irgendwie. Und wo ist eigentlich gerade unsere... Ach, hier ist unsere Axt, okay. Mal eine neue Axt machen, vielleicht eine kleine Kaktus oder eine Dreckaxt. Genau, man kann ja auch, glaube ich, Werkzeuge aus Dreck machen, aber die sind nicht so gut. Und das Geilste an Terraria ist natürlich, dass die Werkzeuge unendlich lange halten. Das ist die Hauptsache. Und ich hoffe auch, dass Terraria gut bei euch ankommt. Hoffe es zumindest. Jo. Und eben, wenn es nicht gut ankommt, dann wird es natürlich nicht weitergemacht. Ist ja klar, ich meine,
was nicht gut ankommt, für was soll ich dann weitere Videos machen, weil guckt ja dann eh wieder keiner. Also jetzt nichts gegen euch, aber ich meine, wenn man irgendwas macht und es kommt nicht gut an, gibt's ja manchmal, das macht man dann einfach nicht weiter. Dann sagt man einfach, jo, kommt gut an, aber Terraria kam normal immer gut bei euch an. Das hatte normal immer gut, gute Bewertungen, Terraria bei mir zumindest auf dem Kanal. Und jo, wir machen es einfach weiter. Ich meine, Terraria ist ein geiles Spiel. Niemand hat was dagegen normal. Ich meine, ich kenne keiner, wo was gegen Terraria hat. Natürlich, wenn ihr was dagegen habt, ist ja nicht schlimm. Ich meine, ich zwinge ja keinen hier irgendwas zu gucken. Aber das ist ein anderer. Ich fange schon wieder an, irgendwas über meinen Kanal zu reden. Obwohl wir hier in einem Spiel drin sind. Ja, seht ihr mal wieder, wenn man schnell abgelenkt wird durch irgendwas. So ist auch in der Schule manchmal. So, hier ist eine schöne Treppe. Die machen wir nachher noch ein bisschen runter. Machen wir die noch. So. Ihr wisst auch, auf was ich hinaus möchte hier. Bestimmt. Was ist denn das? Eine Blume. Kann man die irgendwie abbauen? Ah ja. Eine Yellow Marigold haben wir jetzt hier gefunden. Und jetzt gehen wir schnell uns eine Tür machen. Hier ist ein Schneeblock, Leute. Yay, Schneeblock. Den habe ich hier mitten in das warme Reservat reingebaut. Ja, und wir spielen natürlich auf Grafikeinstellungen sehr hoch. Auf Full HD. Okay. Durch die Renderung vielleicht ein bisschen Qualitätsverlust. Aber nee, wir fangen nicht wieder an, über den Qualitätsverlust zu reden. Weil meine Videos haben fast nie Qualitätsverlust, habe ich gemerkt. Sie sind meistens so, wie ich sie aufgenommen habe, weil ich... Ja, ich versuche heute wieder mit Dings zu rendern. Also durch das eine Programm, ich benutze ja Handbrake, da hat es immer abgecrashed. Deswegen mache ich heute, deswegen sorry, wenn am Schluss wieder das freemake.com steht. Ja, Leute, mein Handbrake, das buggt irgendwie rum. Das macht MKV-Dateien. Das kann YouTube irgendwie gar nicht so richtig annehmen, diese MKV-Dateien. Weiß gar nicht, was MKV ist. Das weiß ich sogar selbst nicht als normal. Kenne ich mich gut mit Computer aus. Aber was eine MKV-Datei ist, weiß ich wirklich gerade nicht. Ob das irgendwas mit MP4 dazu zu tun hat oder... Ja, warum geht jetzt die Tür nicht hin? Bist du irgendwie bekloppt oder was? Hallo? Ach so. Muss man oben drüber was hinsetzen. Okay, gut, dass ich es weiß. Für zukünftige Folgen von unserem kleinen Terraria-Zwei. Naja, klein, nicht 100 Folgen, wo ich vorhab. Schon viel, obwohl ich hatte auch 100 Folgen Minecraft vor, aber Minecraft stinkt mir mittlerweile irgendwie ein bisschen. Ich spiele es nicht mal mehr offline. Ja, Leute. Alles geht mal vorbei. Auch die Lust auf Minecraft kann auch mal vorbeigehen. Und ich habe ja gerade einen Fehler gemacht, oder? Kann man hier raus? Komm, haut ab. Sonst kriegst du ein Schwert auf den Kopf. Komm. Genau. Nee, hier geht sogar noch raus. Das ist gut, Leute. Hier ist ab jetzt die Zombie-Schlachtmaschine. Und ja. Nee, jetzt habe ich doch... Ich habe doch was falsch gebaut. Ich hätte müssen eins weiterbauen. Okay, kann man ja machen. Oh, das war gerade der Slime. Der ist gerade voll in meine Axt reingelaufen. Ja, SS, selbst schuld hier, würde ich mal sagen. So, so. Och, du Scheiß-Setzling. Wegen dir habe ich jetzt die ganze Setzling kaputt gemacht, du. Du Scheiß-Slime, du. So. Ich hoffe, diesmal benimmt ihr euch, ihr bösen Buben hier von Slimes. Ja. Gut, hier kann man jetzt hoch und runter gehen, wie ihr es sehen könnt. Und ich würde sagen, wir machen noch einmal den hier, genau. Und dann noch einmal klack. So. Gut, und dann kommt hier einfach jetzt ein kleiner Block hin. Und wenn hier dann Zombies sind, machen wir die Tür auf und schlachten die ab. Wie wir es von der guten Zombie-Schlachtmaschine kennen. Und, yo. Oder komm, wir machen einfach nur 15 Minuten Videos. Geht dann eben besser auf, weil ich meine, ich weiß gerade nicht, was ich zu tun habe. Weil ich tun ja vor jeder Folge immer Ideen sammeln. Und ich weiß gerade wirklich nicht mehr, was ich zu tun haben soll hier in Dings. Weil hier kann man irgendwie noch nicht schlafen in dem Bett. Nee. Geht noch nicht auch mit Hände leer. Geht's auch noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen an dieser Stelle, ich hoffe, euch hat diese weiterführende Folge jetzt Terraria gefallen. Natürlich, wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch natürlich mit einem Like wissen. Natürlich, wenn ihr mich abonniert, natürlich kostenlos, verpasst ihr kein weiteres Video mehr von Terraria, Mafia oder auch anderen Spielen, die neu rauskommen oder auch mal so gezockt werden. Ja, natürlich, an dieser Stelle wie immer, haut rein. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.
und haut rein. Ciao, Leute.